way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Hallo Sportsfreunde, willkommen bei einer Rennfolge von FIFA 16 Karrieremodus. Wir spielen heute gegen den Hertha BSC Berlin. Hier sehen wir nochmal die Aufstellung. Ich habe ein bisschen umgeschaltet in der letzten Folge von der letzten Partie. Ja. Jetzt haben wir nochmal Torwart auch noch ausgewechselt. Neuer Spieler heute. Spieler in der Liga nicht. Habe ich ja gesagt, ne? Spielen jetzt gegen Hertha BSC Berlin. Und schauen, wie wir mit gegen Weiser spielen. Mitchell Weiser ist er bei der Hertha. Ja, und deswegen müssen wir jetzt halt hier mal ein bisschen mehr Gas geben. Dass wir hier auch gegen die Hertha paar Punkte holen, paar Pünktchen holen. Ja, Robben ist immer noch draußen. Robben werde ich heute wieder einwechseln. Ja, für Costa vielleicht. Ja. Was war das denn für ein Anfang? Wie sollst du da vorbeikommen? Ah, so. Aber nicht so. Ja. Kann ich mal endlich Start drücken? Nervt. Durchzulaufen, ey. Boah, ich die Nase. Ja, mir juckt echt die Nase. Echt nicht schön, immer wenn einem die Nase juckt. Aber wir müssen jetzt hier. Ich habe ja letzte Folge auch angesprochen, dass wir ab nächste Woche Montag vielleicht schon mit FIFA 16 Karrieremodus auf der PS4 starten. Ja, ich nehme ja im Voraus auf, deswegen konnte ich darauf noch nicht eingehen, was ihr dazu gesagt habt. Ich werde jetzt die nächsten 7 Folgen oder sowas im Voraus aufnehmen. Ja, nee, warte, ich werde jetzt 2 Folgen jetzt die hier noch aufnehmen. Und dann ab Montag werde ich dann die restlichen aufnehmen. Die letzten 5 da noch aufnehmen. Ja, bis Sonntag halt dann aufnehmen. Um halt wieder alles so zu spielen. Ja. Aber in der Liga muss er ja treffen, unser Levi. Also haben wir den wichtig, dass er da auch noch trifft dann. Ja, gegen die Hertha muss er es eigentlich schaffen. Dass er hier mal ein bisschen trifft. Unser Lewandowski. Boateng, super verteidigt. Oh, Müller. Spielt hier auf Mario. Götze. Kommt da vorbei, gut. Dann auf außen auf Coman. Der mit einem Fake Shot geht da in die Mitte. Ja, kommt da gut durch, kann abziehen. Handspiel. Habe ich richtig gesehen. Handspiel, 11 Meter. Den wird Thomas Müller ausführen. Den hängen wir jetzt einfach mal in die Mitte. Den Elfmeter. Ha, schade. Schade. Ich dachte, ich kann den jetzt einfach mal so in die Mitte hauen. Und dann hält er den nicht. Aber der Computer ist irgendwie einer, was sehr oft irgendwie in der Mitte stehen bleibt. Aber schadet ja nicht, ne? So, Costa. Erste Mal richtig am Ball. Direkt mit dem Fehlpass. Ja, Audi, was mache ich da mit dem Lahm? Wo laufe ich mit dem denn hin? Ja, Costa macht es aber richtig, der besetzt die Position von Philipp. Und dann holt er sich hier auch den Ball. So, einmal hier vorbei. Costa ist schnell. Costa ist schnell. Kann den Ball nicht präzise auf Götze bringen. Was schade ist. Jetzt haben wir hier wieder Costa. Ah, schon. Er kriegt gerade irgendwie keine Pässe in der Costa. Ja, sieht ein bisschen so aus. Aber schießen kann er, das weiß ich. Schießen kann er, das weiß ich. Ah, Ecke. Halt abgefälscht. Bernhard jetzt mit der Ecke. Die kommt gut in die Mitte. Naja, wir waren das jetzt. Nein, ist es nicht. Irgendein Dunkelhäutiger. Ja. Naja. Aber, was ich eigentlich auch noch letzte Folge noch ansprechen wollte, war ja, es war ja vor ein paar Tagen jetzt da. Ist in Paris. Ja, das ist schon sehr tragisch gewesen und ja. Viel mehr Worte will ich dafür auch nicht verlieren. Weil es ist schon sehr tragisch, weil jetzt wird die WM wird jetzt auch nicht abgesetzt. Die WM wird nicht abgesetzt oder sowas. Oder die. Oder halt dann. Oder das Spiel gegen Deutschland gegen die Niederlande. Wird nicht abgesetzt. Wird auch nicht. Findet halt statt.
gegen die Niederlande findet statt, da könnte auch wieder sowas passieren, wie gegen, wie in Paris, wenn es dann passieren in Hannover. Ja. Aber die haben ja gesagt, die wollen ja nicht immer gleich zurück, alles zurückziehen und so, bla bla bla, haben sie ja gesagt. Oder? Ja. Haben sie halt gesagt, und wenn sie das so machen wollen, können sie das machen. Ja. Naja. Und dann befürchte ich dadurch, dass dadurch irgendwann mal was richtig Hartes dabei entsteht. Und nicht wieder, nicht nur so Rumgelaber über andere Sachen. Götze 2-0. Der dankt sich da richtig gut durch, der Mario. Hat er richtig gut gemacht, ja? Der Mario Götze. Unser Mario. Hat es richtig stark gemacht. Richtig stark hat er das hier gemacht. Zack. Kraft kommt da nicht an den Ball. 2-0. Bayern. Götze. Hat er stark echt gut gemacht. Ja. Aber das wäre mir besser. Wäre schöner gewesen. Wäre auch gut. Eigentlich ist es ja egal, wer die Tore macht. Hauptsache Tore. Aber Lewandowski ist ja so ein Stürmer. Der, was eigentlich die Klasse hat, immer jedes Jahr Torschützenkönig zu werden. Ja. Hat dazu eigentlich die Klasse. Ja, Hertha spielt aber gar nicht so schlecht. Ja. Nur trotzdem aufpassen. Hertha. Ah. Keine Ahnung, wer das gerade war. Harabach oder sowas. Ah, Testing ist er. Auch ein richtig guter Keeper. Bei uns in den Reihen, ne? Boah, was für ein Flügelwechsel. Seitenwechsel, ne? Schön gemacht von Bernard. Ah, Costa kommt da mit dem Dribbel nicht durch. Aber Lahm haben wir halt als Verteidigung hinten drin stehen, ne? So, Costa. Ah, da verliert er wieder den Ball. Der ist heute nicht wirklich in dieser Partie drin. Wie es aussieht, Stieber. Julian Stieber. Warum habe ich gerade Stieber gesagt? Keine Ahnung, ne? Wenn es der Schieber ist, Kimmich, komm. Kimmich in Action. Ja. Der Ball war nicht schlecht, aber da ist halt dann Lewandowski, der was da nicht auf den Ball zuläuft, sondern muss halt eher der Götze dahin laufen, ne? Bernat macht es stark. Süle macht es stark. Sauer Götze. Auf Lewandowski, Müller. Der war nicht gut auf Costa. Costa steht auch viel zu weit hinten. Der kommt da nicht durch, der kommt einfach nicht durch, der Costa. Heute. Boah, Teng macht es stark. Mal gutes Dribbling. Dann pfeift er zur Halbzeit. Pff, ich will gerade ein gutes Dribbling ansetzen und dann pfeift er zur Halbzeit, ey. Der Schiri. Das gibt's doch nicht. Naja, Costa lassen wir nochmal drin. Fürs Erste. Ja. Weil einfach. Er ist noch nicht so wirklich in der Partie, deswegen muss man mal nachschauen, ob der jetzt dann in die Partie jetzt reinfindet, der Costa. Ja, super von Kimmich. Super von Kimmich, komm. Ja, Müller mit dem nicht direkten Diagonalpass wieder auf Rips Robert Lewandowski. Ich will mal Ribéry sagen, wenn ich er sage, aber das ist ja... Dann das er, ja. Naja. Ja, super. Bernat, super gespielt. So, Götze. Außen auf Coman. Lewandowski steht weit hinten, so wie es aussieht. Da ist er. Schaut. Oh, der war zu leicht. Schade. Ja, hätte ich anders abschließen müssen, aber naja. Super. Ah, das ist echt gut. Schiri. Das war für mich ein Freistoß. Komm, weg. Super Süle. So. Hier. Können wir noch ein bisschen laufen? So. Jetzt hat Lewandowski. Und Kraft im Tor. Super Parade. Ja. Haraguchi war das davor. Ah. Jetzt hat es was, ne? Ja? Boah, Teng. Oh, der war gut von Kraft gehalten, du. Und Mitspielern. Wir waren das jetzt? Costa wieder.
Was einfach nicht in die Partie reinfindet, ja. Götze! Schade. Naja. Mal hier mal. Ah. Und mal so. Boateng jetzt hier mal auf Costa. Heute ist mal kein Fehlpass, okay. Oh, jetzt wechselt er mir weg vom Müller, Alter. Müller steht einfach neben dem Ball und er wechselt mir weg. Costa holt jetzt hier auch mal den Ball. Ist es Müller auf einmal in der Partie oder was? So, ah, Götze kommt auch nicht an den Ball mehr. Ah, ihm juckt die Nase. Testing, gut. Ah, Mann. Wie ich es hasse, wenn die Nase einfach juckt. Beim Aufnehmen hier. Kann ich nicht mal jucken, wenn ich nicht aufnehme. Meine Güte. Testing, da musst du eigentlich hin. Als Keeper. Wenn der Ball so nah am 5-Meter-Raum steht. Ah, jetzt hat Lahm. Auf Costa. Costa. Handspiel, so wie es aussieht. Nee, war nichts. Der Ball war dann gut. Vom Hertana. Der vom Hertha. Costa, komm. Ah, schön gemacht, Costa. Kann er ein bisschen laufen. Jetzt kann er laufen. Jetzt hat er viel, viel freien Platz vor sich. Viel freien Platz. Oh. Und dann wird er halt gelegt, ne? Ja, hat er aber gut gemacht. Ein paar Meter gut gemacht. Und dann so ein Pass. Schade. Hätte ja fast geklappt. Probieren den Ball da mal schön lang und weit nach vorne zu bringen. Ah, Lewandowski hat eigentlich hier den Körper. Müller. Eieiei. Ja, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen umstellen hier. Jetzt müssen wir umstellen. Jetzt müssen wir mal richtig umstellen hier. Thiago. Und jetzt kommen da wieder. Dahin. Arjen Robben kommt jetzt wieder rein. Hat er stark gespielt. Ja, Süle hat auch stark gespielt. Deswegen kommen jetzt auch Mustafi jetzt rein. Ja, ich weiß, eigentlich sind das nicht so übliche drei Wechsel immer. Aber ich mache halt immer drei Wechsel, weil bevor ich die anderen wieder vergesse und dann brauchen wir auch nicht mehr wechseln. Ne? Der 70. reicht einmal wechseln, komplett drei Wechsel durch. Und dann hast du alle Wechsel durch. Außer du willst jetzt, außer du wechselst halt so in der 70. In der Halbzeit. Und das ist abseits Lewandowski. Das gibt's doch nicht. 52% Ballbesitz, das ist auch gut. So, aber das sitzen wir hier. Naja, Levi. Oh, spiel mich auf Kimmich. Weiter. Weiterleiten, komm. Super Angriff. Robben. Sieht Lewandowski, der lässt ihn durch. Warum lässt er den so behindert durch? So, Robben. Auf Müller. Der wartet auf sein Team. Auf seinen Stürmerpartner. Um ihn dann hinzulegen, aber er läuft halt nicht weiter durch. Er ist halt nicht weiter durchgelaufen, der Robert. Und dann kannst du nicht anders spielen. Bis auf so. Steht da hinten Lahm. Lahm steht ganz hinten hier. Bernat nicht im Abseits. Müller. Eieiei. Das sind eine Chancenverwertung hier, die was wir hier haben, ey. Die ist ja echt bedauerlich, du. Und wer ist da jetzt verletzt? Sind da jetzt ohne fremde Einwirkung verletzt, du. Bernat, so wie es aussieht, ja. Und wir können aber nicht mehr wechseln. Ja, das ist Bernat, der was sich da so verletzt hat, okay. Muss Lewandowski hier mal ein bisschen durchtanken, was er auch nicht schafft. Spiel dich. Ah, Lahm gewinnt mal ein Kopfballduell hier. Ah, Robben geht auf die Position von Lahm. Holt sich den Ball. Hat er stark gemacht, der Robben. Können wir ein bisschen laufen? Laufen. Ja, Robben. Super. Super gespielt von Lahm. Jetzt hat Robben. Robben Lewandowski. Der hat so viele Chancen, aber macht keine einzige, ey. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Müller. So, kein Abseits, Bernat. Was ist denn das? Mustafi. Auf Müller. Der auf Coman. Ah, schade, der Ball ist weg.
Spielerhaus gleich. So wie es aussieht. Ist das Spiel auch gleich aus. So, komm mal, der kommt da durch. Kann ihn auf Lewandowski spielen. Der kommt da auch nicht durch. Und jetzt ist das Spiel auch raus, oder? Nee. Noch nicht. Boateng. Kommand auf Robert Lewandowski. Der wurde von hinten eigentlich umgelegt. Und Schiri pfeift keinen Elfmeter. Lewandowski heute wieder ohne Tor. Eine kleine Downphase von Robert Lewandowski haben wir heute. Ja, Elfmeter auch noch verschossen. Einfach, weil es nicht anders besser ging, wirklich. Ja, hat aber gut gespielt. Der Levi hat eigentlich ganz okay gespielt vorne. Ja, kostet 6,4. Ja, der hat heute nicht so Fuß gefasst in dieser Partie. Was auch ein bisschen daran vielleicht liegt, dass wir mehr über die linke oder Mitte, durch die Mitte gespielt haben. Ja, und nicht viel über rechts oder links. Ja, deswegen ist er auch ein bisschen immer in die Mitte gegangen, die Costa, um da auch ein bisschen sich anzubieten, um da halt ein bisschen mehr zu machen. Ja, hat ein paar Mal den Ball einfach mal irgendwie wahllos, irgendwie dumm rumgespielt oder dumm Ball verloren dann. Ja, aber naja, was sollst du machen? Die Santo fällt 8 Wochen aus, Rückkehr trifft auf Ex-Verein FC Bayern München, nächste Station auf dem Weg, bla bla bla. Ja, Jugendspieler. Schauen wir mal hier die Jugendspieler kurz mal an. Ja, hier haben wir 2, die was wir schon aushaben können. Okay, mit 16. Paul Meyer mit 85, eine 40er Gesamtbewertung, geht das nicht so. So gut. Ja. Mindestens eine 60 oder so, muss man mindestens schon haben unten. Als Mindestwert, ne? Um halt da wirklich noch am Verein dran zu kommen. Ah, die müssen wir jetzt motivieren hier. Die müssen wir motivieren, die Bayern, ne? Die können wir, dürfen wir nicht loben. Müssen wir mal weiter motivieren. Man darf nie zufrieden sein. Ja, so wie der Pep auch immer. Nie zufrieden, weil das ist immer besser. Spieler sollen ihre Köpfe benutzen. Stimmt ja auch. Man soll ja auch seinen Kopf benutzen hier. Ja. Waren das jetzt noch? Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Vidal, ein Vorschlag. Ja, 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 du wirst schon spielen. Ja. Das ist ja. Wer ist das jetzt nochmal? Genau, Gladbach. Können wir ja mit Vidal jetzt spielen mal. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von FIFA 16 Karrieremodus. Komm mal mit, das mit einer 70. Richtig gut gemacht. Haben wir richtig gut. Gut umgebaut hier alles. Aufgebaut hier die Lungenspieler. Also Leute, wir sehen uns nächste Folge aus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Eine positive Wertung da. Wenn euch dieser Part gefallen hat, schaut doch mal im zweiten Kanal vorbei. Wenn ihr noch mehrere Videos sehen wollt, da ist zurzeit nur Isaac und ein einziges Minecraft-Video. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.